Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und ich nehme dieses Video hier in neuen Räumlichkeiten auf. Räumlichkeiten ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, ich bin eher in einem neuen Raum. Das ist hier gleichzeitig mein YouTube-Studio, mein Schnittarbeitsplatz hinter mir und mein Wohnzimmer. Hinten könnt ihr vielleicht schon mein neues Logo erkennen, das kam vor einigen Tagen. Das habe ich bei einer kleinen Firma in Paris anfertigen lassen, beziehungsweise ich habe es da bestellt. Geliefert worden ist es eine Woche später aus Polen. Macht aber nichts, ich bin richtig happy mit dem Teil. Das hat die Größe 50 auf 50 cm und ja, ist ein richtiger Hingucker und motiviert mich einfach bei der Schnittarbeit. Man kann es auch über einen Kippschalter an- und ausmachen und das Licht ein bisschen dimmen. Aber man muss sich für eine Farbe entscheiden und ich habe einfach mal rot gewählt. So, dieses Video dreht sich jetzt aber nicht um ein Arbeitswohnzimmer oder YouTube-Studio, sondern um eine nagelneue Kamera, die heute kam. Die Insta360 One X Nummer 2. 360-Grad-Videos finde ich zumindest outdated. Das schaut sich keiner mehr an. Also ich kenne keinen, der eine Brille daheim hat und sich irgendwelche Filme oder was in 360 anschaut. Aber das Besondere ist an dieser Kamera, sie nimmt 360 Grad auf, aber im Nachhinein kann man einen Bildausschnitt auswählen und den dann mit in sein Video 16:9 einbinden. Und für diesen Zweck habe ich diese Kamera gekauft. Okay, was ist da drin? Also, es gibt dieses schöne Täschchen dazu und ein USB-Kabel zum Aufladen. Ich bedauere ja, dass bei dem neuen Täschchen, bei diesem Schutztäschchen für die Linsen, kein Haltebändchen mit dabei ist. Also so wie bei der Version Nummer 1. Denn es war sehr, sehr praktisch, die Kamera da reinzustecken und die auch so um den Hals zu transportieren, wenn man die eben nur ganz, ganz kurz mal ablegen wollte. Also das ist schon von Vorteil. Ich werde wahrscheinlich das alte Täschchen verwenden für die neue. Diese Kamera mit diesem 1,50 Meter Selfie-Stick kann ich morgen früh sehr gut zum Beispiel aus dem Fenster bei dem Bus heraushalten. Ich kann durch den Bus durchlaufen und eine bewegte Kamerafahrt machen, weil die Kamera hat eine unglaublich gute Bildstabilisierung, also softwareseitig verbaut. Die ist wirklich Wahnsinn. Jetzt freue ich mich sehr auf morgen früh, auf das Shooting im Bus, unter anderem auch mit dieser Kamera. Bleibt dabei! Diese Kamera habe ich ganz, ganz oft als Drittkamera in meinem Rucksack dabei, um außergewöhnliche Aufnahmen einfangen zu können. Sei es auch, wenn ich sie einfach nur hier auf das Stativ draufstelle, die Kamera ausfahre und zum Beispiel am See Fotos mache, habe ich im Nachhinein immer noch die Möglichkeit, Bildausschnitte von vorne, von hinten, vom Himmel, von was weiß ich was auszuwählen. Und das macht diese Kamera aus, dass die durchgehend 360 Grad filmt. Denn hier an der Kamera sind zwei Weitwinkellinsen verbaut und die überschneiden sich. Also das müssten etwas mehr als 180 Grad sein, die hier verbaut sind. Und das macht die Kamera unheimlich vielseitig und es macht das sehr, sehr viel Spaß, damit zu experimentieren und zu spielen, weil die Kamera hat auch eine sehr, sehr geile Handy-App. Die zweite Version dieser Kamera hat jetzt ein rundes Touch-Display spediert bekommen. Und so bin ich jetzt in der Lage, alle Settings auch an der Kamera selber einzustellen. Also ich kann den Fotomodus, Videomodus wählen, Bullet Time, Timeshift-Modus. Alles, was die Kamera hergibt, mache ich hier in den Settings. Vorher, also früher, musste ich mich immer mit dem Handy extra connecten und diese Einstellungen über dem Handy in der Software machen. Zusätzlich kann man auch während dem Filmen in den Display hin und her wischen und dann tatsächlich das sehen, was man filmt. Also crazy, einfach crazy. Als Zubehör empfehle ich für diese 360-Grad-Kamera einen Selfie-Stick, weil sonst ist das Ding ziemlich nutzlos. Ich habe eine 1,5-Meter-Version, die schaut dann so aus.
schraubt man hier so einmal drauf und zieht sie auseinander. Dieser 1,5 Meter lange Selfie-Stick reicht in den allermeisten Anwendungsszenarien völlig aus. Wenn man dabei die Kamera mal nach unten hält, mal nach oben hält, hinter sich hält, hat man so viele Perspektiven 360 Grad aufgenommen, dass man dann am Ende in der Software ganz cool bestimmen kann, welches 16:9 Bild möchte man dann auch tatsächlich in seinem eigentlichen Video haben. Aber mit dieser Kamera kann man auch Drohnenaufnahmen simulieren, wenn man einen 3 Meter langen Selfie-Stick dabei hat. Das ist insofern ganz hilfreich an den Orten, wo man eben keine Drohne steigen lassen darf oder auch nicht will wegen der Lautstärke, kann man sich anhand dieses Sticks auch geile Aufnahmen zaubern. Man schmeißt den raus wie so eine Angel, befestigt den noch richtig schön. Jetzt ist die Kamera safe und jetzt seht ihr mal, was für Aufnahmen damit möglich sind. Den Selfie-Stick kann man nahezu überall gebrauchen, wo man eigentlich mit einer normalen Kamera nicht hinkommt. Sei es in den Bergen, wenn man oben am Gipfel steht und möchte einfach eine schöne Panoramaaufnahme hinbekommen und unter der Kamera unten durchlaufen. Oder auf dem Boot, auf dem Segelboot ist auch ziemlich geil damit zu filmen, weil man eben nicht den Stress mit der Drohne hat und doch sehr gutes Bildmaterial damit einfangen kann. Vor allem auch, wenn man von unten mit der Kamera von unten nach oben geht, denkt man dann tatsächlich, da steigt gerade eine Drohne auf. Also einmalig. Was ich allerdings auch immer dabei habe, ist so ein ganz kleines Mini-Stativ. Das habe ich jetzt von meinem Ronin Gimbal. Da kann ich nämlich auch ganz gut die Kamera hier so draufschrauben. Und dann funktioniert die Kamera bei mir auch ganz, ganz oft als C-Kamera oder Behind-the-Scenes-Kamera. Die hatte ich jetzt letztens bei Portrait-Shootings dabei oder auch bei anderen Kundenaufträgen. Lass ich die einfach mitlaufen und habe einfach nochmal aus einer dritten Perspektive irgendwelches Footage, was ich dann vielleicht für Instagram oder so weiter verwenden kann. Und als ich auch letztens beim Bergwandern war und gerade über einen Gipfel geklettert bin, hatte ich keine Möglichkeit, meine richtige Kamera mit Stative aufzubauen. So habe ich mich auch der Insta-Kamera bedient und habe da echt schöne Aufnahmen schaffen können. Und auch durch diese Fischaugenperspektive sah alles noch viel, viel krasser eigentlich aus, als es tatsächlich war. Aber auch bei Indoor-Drehs konnte ich hier die erste Version dieser Kamera für ganz spezielle Shots verwenden. Zum Beispiel für Kamerafahrten durch eine Produktionshalle. Oder ich habe damit auch mal ein Treppenhaus gefilmt und die Kamera an einer Schnur hinabgelassen. Und mit der softwareseitigen Stabilisierung sind da so coole Aufnahmen zustande gekommen, dass ich echt ein Fan auch schon hier von der ersten Version geworden bin. Also für solche Aktionen lohnt es sich für mich zumindest schon, diese Kamera immer mal wieder mit im Rucksack zu haben. Aber man muss auch wissen, man nimmt 360 Grad Footage permanent auf und die Nachbearbeitung kostet tatsächlich viel, viel Zeit. Also das ist jetzt keine Urlaubskamera, mit der man seine Familie 2 Wochen lang am Stück filmt, sondern eher eine Kamera, mit der man Zwischenshots filmt, die man in das eigentliche Video, was man mit einem Handy oder einer anderen Kamera aufnimmt, ganz gut integrieren kann. Und da ich beide Kameras besitze, kann ich euch echt ehrlich sagen, dass die Bildqualität von der ersten zur zweiten nicht wirklich verbessert worden ist. Also ich sehe fast keinen Unterschied und wenn, ist er nur marginal sichtbar. Was sich aber verbessert hat, ist der Akku. Bei der Version 1 ist ein viel kleinerer Akku dabei. Der hat 1200 mA und die Version 2 hat einen viel größeren Akku und ich kann den auch hier an 2 Schaltern rausholen und hat 1,6, glaube ich, was steht da drauf? 1630 mA.
Und die SD-Karte befindet sich bei dieser Kamera hier innen drin. Ist auch wahrscheinlich notwendig, weil die Kamera wasserdicht ist. Und auch noch mal zu diesem Akku, angegeben sind 80 Minuten filmen, aber so lange musste ich mit der Kamera noch nie an einem Tag filmen, weil ich sie ja immer wieder für Zwischenshots eigentlich nur nutze. Aber 80 Minuten ist eine Ansage, da brauche ich eigentlich gar keinen zweiten Akku mehr. Und hier oben ist noch mal so ein kleiner frickliger USB-C-Anschluss, der aber auch hier durch diese Kappen wasserdicht geschützt ist. Und wenn ihr zu Hause schon die erste Version dieser Kamera habt und euch überlegt, soll ich mir die Zweier kaufen, würde ich sagen, tut's nicht, außer wenn ihr die Wasserdichtigkeit haben wollt. Ich will sie, weil ich ab und zu auch beim SUP fahren die Kamera dabei haben will oder auf dem Segelschiff oder was weiß ich, im Winter irgendwie beim Snowboard fahren, will ich die einfach mitnehmen. Und mir ist die Wasserdichtigkeit wichtig und das ist eigentlich auch der grundlegende Unterschied. Also Wasserdichtigkeit und größerer Akku. Ansonsten ist die 1er genauso geil und bisher bin ich sehr zufrieden mit der Kamera gewesen. Zu erwähnen ist vielleicht noch der Ton, der mit der Kamera aufgenommen werden kann. Der kann eigentlich gar nichts. Hört es euch mal an. So, das ist jetzt ein Testshot. Ich laufe jetzt hier auf dem Acker umher, habe die Kamera hier auf dem Selfie-Stick. Und der Ton überzeugt mich nicht. Wir haben fast Windstille. Ich bewege mich auch ein bisschen hin und her. Aber was sagt ihr? Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Eignet sich so eine Kamera zum Vloggen? Oder ist der Ton absolut Schrott? Also ich finde nicht besonders geil. Die neue Insta360 ONE X2 hat für mich zumindest eine gewisse Daseinsberechtigung, weil ich das Video-Footage eigentlich sehr, sehr gut in verschiedene Videos mit einbinden kann. Ich nehme sie auch immer nur her, um ganz spezielle Situationen zu filmen und halt nicht ziellos drauf los. Die gefilmten Videoclips kann man mit der Software auf dem Handy bearbeiten. Ich habe allerdings mindestens eine halbe Stunde gebraucht, bis ich bei der Software durchgestiegen bin, wie ich zum Beispiel auch die Bilder in 16:9 ausgeben kann oder im Hochkantformat für Instagram. Also man muss sich damit befassen, aber wenn man da durchgestiegen ist, ist es ziemlich komfortabel damit, on the go quasi seine Videos schneiden zu können. Wenn ich das bestmögliche Bildmaterial aber herausholen will, schneide ich diese Videos oder bearbeite die in der Insta360 Software auf meinem Computer, weil ich da die Möglichkeit habe, das bestmögliche Bildmaterial auszugeben. Das heißt, ich kann MOV-Files ausgeben, die mit ProRes 422 gerendert worden sind. Also das ist die maximale Bildqualität, die da rauskommt. Und wenn ich diese Videos ernsthaft in meine anderen Videos einbinden möchte, wähle ich immer die Software-Variante am Mac oder am PC. So ersetzt jetzt hier die 2er-Version meine alte GoPro-Kamera und auch die erste Version. Die werde ich beide verkaufen, die brauche ich einfach nicht mehr, weil das jetzt für mich eine vollwertige Action-Kamera ist, die ihr auch im Wasser benutzen kann. Das war ein kleiner Rundumblick hier, ein Rundumblick zur 360-Kamera. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst gerne ein Like da oder abonniert meinen Kanal und über Kommentare freue ich mich sowieso immer. Bye bye, euer Sigi vom Ammersee, heute aus Raisting von den schönen Satellitenanlagen. Ja, geil. Yes, geil. Das war's, perfekt. Ja.